Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Ultra Sonne. Ich habe jetzt wieder eine ganze Weile trainiert, dieses Mal konnte ich nicht auf Sonne Mond rübertauschen, weil ich unter anderem zwei neue Herrscher-Pokémon geholt habe und das waren nicht Aranestro und Knogger, wie ich es erwartet habe, sondern Knogger und Mantidea, genau. Die beiden Herrscher-Pokémon waren es. Was mit Aranestro ist, habe ich keine Ahnung, ob man das erst später aus irgendeinem Grund bekommt, weil es sonst zu OP wäre oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Aranestro habe ich nicht bekommen. Oder man bekommt das vielleicht nur in Mond, nur in Ultramond oder so. Ich weiß es nicht. Jemand von euch weiß da bestimmt wieder mehr, deswegen, wenn es euch ebenfalls interessiert, schaut mal in die Kommentare. Irgendwer hat da bestimmt was zugeschrieben. Ja, wir gucken uns mal unser Team an. Ich hatte tatsächlich mehr Auswahl als gedacht. Also Knirrfisch zum Beispiel und Knogger haben es gar nicht erst reingeschafft. Und dabei habe ich gerade irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden gegen kleine wilde Tragossos gekämpft, um einen Kampfknochen zu kriegen. Den habe ich mittlerweile auch. Das heißt, wenn ein Pokémon sterben sollte, können wir Alola Knogger sehr gut wieder mit reinholen ins Team. Ja, wie gesagt, ne, auch wenn Pokémon derselben Art schon gestorben sind, Geschenke dürfen wir immer annehmen und diese Herrscher-Pokémon sind Geschenke und von daher können wir uns Mantidea ein zweites Mal ins Team holen, ebenso wie wir Mangospector ein zweites Mal im Team hatten und auch Knogger, da ist es derselbe Fall, weil wir halt zufällig immer genau die Herrscher-Pokémon alle abbekommen, bis auf Togedemaru bisher, das wäre dann keine Doppelung. Ja, wir haben Mantidea jetzt mit dabei, mit der Scope-Linse, weil ich mir dachte, Alter, Schlitzer hat eine hohe Volltrefferquote, Lauklinge hat eine hohe Volltrefferquote, mit der Scope-Linse zusammen ist das eine 50-prozentige Volltrefferquote und ich glaube, das ist ganz okay. Ich hatte auf Mantidea nach wie vor Bock, deswegen ist es mit bei im Team und vor allem, weil wir eine relativ große Erdbebenschwäche haben, beziehungsweise eine Bodenschwäche generell und Mantidea das zumindest erstmal resisten kann. Ja, dann haben wir Nice Banana dabei, also Nice Banana oder Nice Banana, ich weiß noch nicht, wie ich es aussprechen möchte. Nice Banana wäre natürlich richtig, aber Nice Banane ist irgendwie auch ganz cool. Ja, mit den Attacken Flammenrad, Gyroball, Flammensturm und Body Slam. Das heißt, sowohl physisch als auch speziell einsetzbar. Spezieller Angriff, seht ihr, ist deutlich besser oder einen Ticken besser als der Angriff. Demzufolge werde ich wahrscheinlich mehr und mehr auf speziell umstellen. Hat damit zu tun, dass ich viel gegen Hundemon trainiert habe, die es tatsächlich hier gab. Hätten wir also auch fangen können, statt, ich glaube, statt Georock müsste das gewesen sein. Ja, sehr schade eigentlich, aber passt. Georock ist auch ganz cool, aber auch hier in diesem Team nicht mit dabei. Es trägt den Heißbrocken, um die Dürre dauerhaft draußen zu haben, denn Mantidea zum Beispiel profitiert davon der Synthese. Zum einen und zum anderen lernt es irgendwann auch Solarklinge und dann ist das ziemlich gut zusammen mit der Sonne als Kombipaket. Und ja, mir fehlt halt ein cooles Item noch, damit jeder ein cooles Item tragen kann. Deswegen dachte ich, der Heißbrocken ist besser als nix. Dann haben wir Molly mit dabei. Mit dem Evolithia hat sich eigentlich nichts getan. Glaube ich doch, Fuchtler hat... Nee, Fuchtler hat es nicht gelernt. Knogger hat auch Fuchtler gelernt. Fuchtler konnte es schon immer... Ja, ist solide. Angriffswerte sind okay. Verteidigungswerte sind sehr gut dank dem Evolit. Und Initiative ist, ja, nicht der Rede wert, ne? Ich habe hier einen Fussel. Bitte geh weg, Fussel. Dann Bärchen mit dabei. Bei Bärchen hat sich nichts weiter geändert. Bei Bufti hat sich nichts weiter geändert. Und bei Anneliese hat sich, glaube ich, auch nichts weiter geändert. Außer, dass Anneliese relativ hoch jetzt im Level ist, weil ich damit halt so viele Tragossos schmal gehauen habe. Und man sieht es auch so ein bisschen an den Verteidigungswerten einiger Pokémon. Hier plötzlich sind wir auf 86 hoch und wer hat noch mit trainiert? Banana ist bei 124 und Mantidea hat, glaube ich, auch kein Knogger-Training, kein Tragosso-Training mit abbekommen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die Schlawiner, auch die auf der Box, sehr gute physische Verteidigungswerte haben, weil EV-Training und so, ne? Okay, ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter drum rum, sondern gucken uns jetzt hier in den Bereichen um, wo wir zuletzt stehen geblieben waren. Und unter anderem gab es diesen Trainer hier. Und der wollte erst gegen uns kämpfen, wenn wir alle Trainer auf dieser Route abgeklappert haben. Und da ich das nicht weiß, ob wir das getan haben, würde ich den ganz gerne mal ansprechen. Und dann wissen wir, okay, wir haben hier noch was verpasst oder wir haben hier wahrscheinlich nichts mehr verpasst. Mit der Attacke Drachenroute besiege alle Trainer auf Route 12. Okay, es gibt also noch einen Trainer auf Route 12. Dich hier, haben wir gegen dich noch nicht gekämpft? Doch, oder? Ja, doch, gegen dich haben wir schon gekämpft. Hier ist doch dieses Kreisstückchen, wo du die ganze Zeit rumgelaufen bist. Ja, okay, aber stimmt, hier unten lang waren wir, doch, waren wir auch ganz kurz. Hier oben lang geht es auf jeden Fall wieder raus. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier lang gehen. Und hier müsste es dann noch irgendwo Trainer geben. Vielleicht ja sogar am Kantai, nicht am Kantai-Strand, sondern am Strand direkt. Ah, guck mal hier, wen wir hier haben. Wunderbar, du siehst sogar nach Wasser-Pokémon aus. Komm doch mal her, lass uns ein bisschen Spaß mit unseren Pokémon haben. Da bin ich auf jeden Fall dabei, Alter. Definitiv, definitiv. So, und zwar gegen die gute alte Schwimmerin Eltje. Das ist ein interessanter Name, Eltje.
Kennt jemand von euch jemanden, der Elche heißt? Oder heißt ihr vielleicht selbst Elche? Dann haut's mal rein in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, wir kämpfen mit Mantidea gegen Starmie. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Denn ich würde sagen, eine Laubklinge mit einem Crit könnte schon massiven Schaden anrichten. Und ich habe die Animation aus. Daran merkt man dann immer, wenn ich hier trainiert habe. Mache ich natürlich instant wieder an. Dieses Mal werde ich es, glaube ich, nicht direkt vergessen. So, und den EP-Teiler wollten wir ausmachen. Ach man, sei doch nicht so grob. So ist der ganze Spaß gleich wieder vorbei. Entschuldigung. Ich weiß, wir hätten das ein bisschen mehr genießen können, aber manchmal ist rein raus halt die schnellste Möglichkeit. Und die effektivste, okay? So, zuallererst den EP-Teiler müssen wir wieder ausschalten, weil Pokémon sind alle ganz gut gelevelt. Die 35er bekommen jetzt ihr Training. Die 37er sind, glaube ich, schon relativ hoch dabei. Und ja, und dann natürlich noch die guten alten Kampfanimationen wieder an. Dann passt das. Okay, so, haben wir jetzt alle hier besiegt? Ich weiß nicht, ich würde sagen, Schutz müsste nicht mehr aktiv sein, deswegen... Oh, guck mal, wir haben hier gar keinen Schutz mehr drin. Ah doch, hier ist die Mehrzwecktasche. So, einmal Schutz haben wir noch und dann steigen wir auf Top-Schutz um. Aber ich glaube, normaler Schutz reicht hier sogar in dem Fall, weil ich eigentlich nur hier lang gucken will. Hier gibt es doch irgendwas, oder? AP+. AP+ ist sogar sehr nice. Das habe ich doch gerne gefunden. Ja, dann lass uns doch mal an den Strand hier gehen. Können wir hier noch nicht hin? Na, wer ist denn da mal wieder? Hey Flo, wir laufen uns auch ständig über den Weg, wie? Ja, ziemlich häufig. Wenn mir mal vor lauter Nachforschung zu Regionalform oder Herrscher-Pokémon der Schädel brummt, dann stürze ich mich einfach bei einer Runde Mantax-Surfen in die Wellen. Und schon ist der Stress wie weggeschwemmt. Doch weißt du, eins fingst mich gewaltig. Alter, jetzt fängst du auch schon so an, oder was? Dass ich einfach nicht den Rekord dieses fein angezogenen Mantax-Surfers brechen kann. Ha, wie auch immer, sammle du nur fleißig weiter, Herrscher-Sticker, und genieße deine Inselwanderschaft in vollen Zügen. Ich bin am Kantai-Strand auf Akala, wenn du mich brauchst. Wozu war jetzt dieses Gespräch da? Wahrscheinlich nur damit gesagt wird, man kann Rekorde brechen. Das werden wir übrigens in einem Stream angehen, der wahrscheinlich schon gewesen sein wird, wenn ihr das Video hier seht, weil ich ein bisschen vorproduziere, um mal in Ultrasonne ein bisschen voranzukommen. An Surfstellen kannst du dich am Mantax-Surfen versuchen. Drum, nimm auf Mantax jede Welle und surf ja nicht auf der Stelle. Am Strand von Ula Ula gibt es so einige Dinge im Sand zu entdecken. Da kommt Bisbarks unvergleichlicher Spürsinn, wie gerufen. Okay, sollten wir also Bisbark mal nutzen. Dann gleich. So, hier hätten wir das Mantax. Ich weiß nicht, ob man hier auch zu den ganzen anderen Stränden gehen kann. Und hier hätten wir die neuen Attacken erlernen. Und da können wir auch mal direkt gucken, weil ich noch jede Menge Gewinnpunkte habe. Können wir da direkt mal schauen, was es so hier für uns zu holen gibt, ne? Hallo, soll ich einem deiner Pokémon im Tausch GP eine Attacke beibringen? Eisenschädel, Nassschweif, Donnerschlag, Zen-Kopfstoß, Samenbomben, Schlagbohrer, Icy, Alter. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Ja, Ice Heap klingt doch mal interessant für tausende Pokémon in unserem Team. Zumindest für Boofdi und Anneliese. Also Anneliese würde ich es ganz gerne beibringen, wegen Eisenfaust und so. Bei Boofdi müsste man gucken, was das so kann. Aber Eisenfaust verstärkt ja auch die ganzen Schlagattacken. Deswegen Body Slam würde ich einfach mal wegnehmen. Patronenhieb würde ich behalten wollen und Durchbruch eigentlich auch. Also ein Donnerschlag noch zusätzlich mit drauf muss nicht unbedingt sein. Deswegen lernen wir hier mal Ice Heap. Wunderbar. Ja, ich würde ganz gerne noch eine weitere Attacke beibringen. Und zwar haben wir hier auch den Donnerschlag. Und den würde ich, glaube ich, dann ganz gerne Boofdi beibringen. So haben wir halt Schlagattacken so ein bisschen verteilt. Feuerschlag kann fast jeder. Und das kombiniert mit der Dürre ist natürlich auch wieder relativ optimal. Ja, ich denke, Felsgrab verlerne ich dann, oder? Würde ich sagen. Feuerschlag, Donnerschlag, Abschlag. Alles dabei. Alles dabei. So. Haben wir da auch nochmal ein kleines Upgrade, denke ich zumindest. Ist zumindest auch gut gegen Flug-Pokémon, wie das Felsgrab. So, was gab es jetzt hier noch? Eisenschädel, ne? Das würde mich mal interessieren, ob das jemand lernen kann. Molly könnte es lernen und Anneliese auch, aber Anneliese hat schon eine Stahlattacke und hat keine Slots mehr frei. Molly hingegen, da könnte so ein Eisenschädel eigentlich ganz nützlich sein, würde ich sagen. Anstelle von Kreideschrei fände ich das ganz nützlich, glaube ich, ja. Finsteraura könnte man sogar behalten, weil das immerhin ein Stab-Angriff dann ist, wenn es zum Despotar wird. Und ja, so schlecht ist der Spezialangriff aktuell auch noch nicht. So, Nassschweif. Ich glaube, Nassschweif wird niemand lernen können von euch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay, was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch, Alter? Was ist ja voll spannend hier. Bitte, 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 gib mir doch die nächsten GP. Leiterler Rückenwind. Schlag, Eisturm, Zen-Kopfstoß wäre auch noch nice. Und Schlagbohrer. Eine Bodenattacke haben wir, glaube ich, aktuell nicht im Team dabei. Kann jemand Schlagbohrer lernen? Leider nicht, leider nicht. Okay, dann gucken wir nochmal bei Zen-Kopfstoß.
Und dann würde ich sagen, reicht es dann hier. Dann können wir noch gucken, was die Dame daneben hat. Aber die bietet, glaube ich, Items dann an. Aber vielleicht ist da ja Samenbomben, gäbe es noch. Aber Samenbomben kann, glaube ich, auch niemand lernen, den wir dabei haben. Zen-Kopfstoß könnte nur Anneliese lernen. Und wie gesagt, da sind die Slots halt schon vergeben und gut vergeben, meines Erachtens. Deswegen belassen wir es dabei. Und was haben Sie denn, Madame? Hallo, der Trainer. Gegen Preise tauschen? Ja, gerne. Zeig mal an. Bärensaft über aller, nur den Standardkram auch wieder. Okay, wie bei jedem anderen Dings, glaube ich, ne? Wie bei jedem anderen Shop. Hm, okay, ist ja nicht so krass. So, dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich schon mal auf Bisbark steigen. Da habe ich jetzt leider kein Kürzel mehr für. Bräuchte ich mehr Kürzel. Okay, hier ist, warte mal, hier ist direkt was. Eine Perle, okay. Ist alles ganz gut Geld, ne? Also momentan haben wir sogar gar nicht so krass. Nein, ich wollte nicht mit dir reden, Entschuldigung, hier lag ein Item. Eine Riesenperle, nice. Momentan haben wir gar nicht so krasse Geldnot, weil wir schon lange nichts mehr gekauft haben. Okay, hier ist überall nichts. Okay, warte, hier ist irgendwas wieder. Ja. Ist es hier hinter? Ja, hier ist es. Ein Tauchball. Ja, dadurch, dass wir auch hin und wieder mal angeln und so, gar nicht so schlecht. Danke für den Hinweis auf jeden Fall, werte Lady. Dass es hier sehr viele Items gibt. Und hier sind ganz viele Flagmon. Okay. Klebt da ein Herrscher-Sticker drin? Nee. Sah nur ganz kurz so aus. Guck mal, und da liegt irgendwas. Was ist das wiederum? Im Inneren der Flasche befindet sich ein Brief, der recht neu aussieht. Willst du die Flasche öffnen und lesen? Ja, na klar. Wer auch immer diesen Brief liest, ich habe eine Bitte an dich. Auf Ula Ula, einer Insel der Alola-Region, gibt es einen Trainer namens Kasim. Er hält sich wahrscheinlich am Kap von Malia City auf. Ich möchte dich darum bitten, gegen ihn zu kämpfen. Eigentlich würde ich mich seiner ja selbst annehmen, aber zuerst sollte er sich an dir versuchen. Kasim am Malia-Dingens? Oh, Alter, jetzt haben wir so viel Zeug zu tun. Das merke ich mir doch niemals alles. So, hier scheint noch irgendwo was zu sein. Oh, hier. Auch nochmal eine Riesenperle. Die sind gut Geld wert. So, das war's jetzt aber, oder? Das sieht ganz gut aus. Dann lass uns mal absteigen. Die Spark. Okay, was ist mit dir hier? Streicheln erlaubt, Fangen verboten. Sämtliche Flagmon hier unterstehen dem Schutz der Behörden der Alola-Region. Okay. Aber ich will die eigentlich nicht unbedingt streicheln, muss ich sagen. So, eine Wilbibeere haben wir, eine Amerenabeere haben wir. Und wir haben auch noch eine Yonagobeere. Yonagobeeren sind nice, weil das wie Äther funktioniert. Kann man euch streicheln? Nö, ihr reagiert nur. Ich weiß nicht, will ich jetzt jedes einzelne ansprechen davon, weil irgendwo ist bestimmt wieder so eine kleine Quest versteckt. Was ich auch sehr cool finde, aber ja, wollen wir eine Runde Mantak surfen? Haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, oder? Und ich habe ein bisschen was dazugelernt. Dies ist die Surfstelle. Welche Surfstelle möchtest du anpeilen? Ich kann nur nach Akala, okay. Dann lass uns doch mal ganz kurz nach Akala surfen. Ich habe keine Ahnung, ob an der Surfstrecke jetzt irgendwas anders ist, aber ihr seht schon, was ihr noch nicht kanntet, ist der Lantern 360. Den habe ich neu dazu bekommen. Von daher schauen wir einfach mal, was das jetzt hier so wird. Ich mache das jetzt immer so, dass ich hier erstmal jede Menge Schwung hole, bis ich gelb werde. Und jetzt werde ich sogar rot. Und jetzt kann man relativ viel machen. Zumindest jetzt nochmal drehen und nochmal. Okay, das ist gut. Und landen. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Jetzt sind wir leider nicht rot. Ich würde aber ganz gerne noch rot werden. So, jetzt sind wir rot. Okay, dann müssten wir jetzt wieder ziemlich hoch fliegen. Vielleicht knacken wir ja direkt einen Rekord, weil so schwer sieht die Strecke bisher noch nicht aus. Okay, einen haben wir noch geschafft sogar. Okay, sind wir wieder rot? Noch nicht, das heißt noch ein bisschen nach unten. Jetzt sind wir rot, okay. Und ab nach oben mit uns. Wir sind im Highspeed unterwegs. Ich mache immer den Lantern 360, weil ich glaube, der macht die meisten Punkte. So, und jetzt ist ganz wichtig, hier... Oh Gott, Bylord! What the fuck? Okay. Das ist krass. Okay, auf der Strecke gibt es jetzt also Wylords. Damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet. Und hier gibt es so ein bisschen den einen oder anderen Felsen. Ihr seht schon, ein bisschen schwieriger scheint die Strecke doch zu sein. Aber naja, wir müssen jetzt mal ein bisschen schnell Schwung aufnehmen, weil da hinten kommt schon das nächste. Ganz knapp am Tohaide vorbei. Wir machen mal hier noch einen. Oh, der war leider verkackt. Aber egal, irgendwas haben wir geschafft scheinbar. Irgendeinen Move. So, okay, lass mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Da kommt wieder ein Tohaido oder so? Nee, sieht gut aus. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Punkte gut machen. Ja, 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 dreh dich, Alter. Nice, okay, sehr gut. Oh, aufpassen. Hier ist auch wieder jede Menge los. Ich mach mal deswegen hier so einen kleinen Sprung. Wird uns nicht viel bringen, aber
wenigstens ein bisschen was. Und jetzt müssen wir ein bisschen Speed... da kam aber wieder das Tohaido des Todes uns entgegen. So, wir sind rot. Nice. Können wir wieder ein bisschen schaffen. So, jetzt mache ich noch einen davon. Nice, sehr gut. Jetzt hier wieder durch. Was blinkt denn hier immer so komisch? Ich höre immer so ein komisches Blinken. Das ist, glaube ich, neu. Okay, das sieht doch schon viel besser aus als am Anfang mittlerweile. Ob man das noch besser insgesamt toppen kann, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich schon. Ja, da sind wir ganz gut ausgewichen. Jetzt würde ich noch ein bisschen Schwung aufnehmen wollen. Nice, wir sind wieder rot. Das ist auch krass, wie lange diese Strecke geht, ne? Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. So, aber ich finde das als Minigame, um so ein paar Gewinnpunkte und so zu holen, echt ganz cool. So, ich glaube, jetzt müssen wir an den ganzen Tentakels vorbei sein. Nicht so ganz, aber ich bin zumindest einigermaßen durch. Ich muss hier wieder ein bisschen Schwung raufkriegen. Funktioniert nur leider nicht so gut. Vielleicht hätte ich einfach springen sollen. Da ist wieder ein Weilord. Huiuiui. Das war ganz schön knapp, Leute. Sehr gut. Okay. Nice. Ich traue mich immer nicht mehr zu machen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man gut landet. Weil sonst verliert man einfach zu viel Schwung. Und oh, jetzt hätte ich schon hoch können. Egal. Macht nichts. Ich glaube, das ist gar nicht mal so der schlechteste Run, den ich jemals hatte. Also vielleicht kriegen wir da ja direkt einen ganz netten Rekord hin. Ah, jetzt leider ein bisschen verkackt. Ich vermute, dass wir eh relativ am Ende sind. Deswegen, oh nein, Tohaido, come on. Aber Tohaido nimmt uns nicht ganz so viel Schwung weg. So, komm, rot schaffen wir jetzt noch, oder? Ja, sehr gut. Ziel habe ich noch nicht gesehen, also vielleicht kriegen wir da echt noch ein bisschen hin. So. Tohaido, wieder natürlich direkt abgefangen. Nice! Die Strecke ist sehr lang, habe ich das gefunden. Ach Mann, ich dachte, da passe ich noch durch. Ja. Es sind halt sehr, sehr viele Tentaras hier auf dem Weg. Sehr, sehr viele. So, ich glaube, ich versuche nochmal den Lantern 360. Ah, okay. Carpador Spezial, what? Scheinbar kann man auch andere Tricks machen, oder? Auch wenn man die noch nicht gelernt hat. Ich glaube, man bekommt immer neue Tricks beigebracht, wenn man die Rekorde knackt. Aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Deswegen, wie gesagt, würde ich dazu ja ganz gerne bald den Stream machen. So, und wir sind wieder rot. Das nimmt kein Ende. Ah, da ist das Ziel. Okay, verdammt. Ich glaube, nochmal haben wir nicht die Möglichkeit. Na, okay. Leider keinen Boost bekommen, aber es dürfte jetzt eh vorbei sein. Oder noch nicht? Doch, ist vorbei. Okay, bin ich mal gespannt, was für eine Punktzahl wir haben. Der Hyperkurs oder der Hyperkurs. Wir haben 36.000 Punkte. What? Das ist mein absoluter Rekord, aber mit Abstand. War aber vielleicht auch, möglicherweise... Keine Ahnung, mal sehen, ob wir den Rekord gebrochen haben. Deine Surfkünste sind echt beeindruckend. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder. Fantastische 36.000 Punkte. Nur eine Person hat an dieser Surfstelle noch mehr Punkte eingesurft. Deine hervorragende Leistung hat alle hier in Euphorie versetzt. Hier, das hast du dir verdient. 9 Stück. Okay, also Rekord haben wir noch nicht geknackt, aber da war ja auch noch Luft nach oben. Ich hoffe, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen, Wellenreiter. Dankeschön. Aber sind wir jetzt nicht am ganz normalen Strand von Akala? Ah, hier gibt es wahrscheinlich zwei Rekorde, oder? Surfstelle am Kanterstrand, Wellenkaiser 27.000 Punkte. Guck mal, weil das haben wir ja geknackt. Das heißt, keine Ahnung. Hä? Vermutlich, also es wird wahrscheinlich einmal eine Hin- und einmal eine Rückstrecke geben, ne? Und, keine Ahnung. Also 27.000 habe ich ja eigentlich geknackt. Aber ich glaube, man muss das schon an bestimmten Stränden machen. Wahrscheinlich ist mein Rekord jetzt an dem anderen Strand, oder? Kann das sein? Da müssten wir jetzt hinfliegen können. Den haben wir ja jetzt freigeschalten. Kann man... Ah doch, da. Da kann man hinfliegen. Dann wird wahrscheinlich der Rekord für den Strand gelten, wo man immer losfährt, oder? Da war ich mir auch nicht ganz sicher, wie das gerechnet wird. Aber ich denke mal. Schauen wir mal hier rauf. Wellenkaiser, 43.000 Punkte, 36 sind wir. Okay, ja. Aber war doch ganz super. War doch ganz nice, glaube ich. Okay. Dann haben wir das schon mal fertig. Dann folgt als nächstes ein etwas eventuell spannender Kampf. Mal schauen, wie wir das hinbekommen werden. Mantidea ist nicht ganz fit. Ich würde da, glaube ich, auch lieber... Liede ich mit der nicen Banana, weil die hat eigentlich ganz gute Verteidigungswerte und kann vielleicht schon mal mit einem Flammensturm oder so den Gegner verkrüppeln. Na, wildes Pokémon. Hätte ich mitrechnen können. Wir können sowieso nicht fliehen, weil wir im fucking Kodel sind und damit arschlangsam. Außer es kommt ein Pampuli, weil Pampuli ist ebenfalls arschlangsam. Aber ich glaube immer noch schneller als wir. Ich glaube leider schon.
Ja, Dürre kommt raus. Ich versuche einfach mal zu fliehen, weil Pampuli wird uns nicht one-shotten können. Nicht im Ansatz. Und es geht eh nur auf Eisenabwehr. Okay, das ist schön. Dann rüste mal deine Verteidigung nach. Ich hoffe, ich kann jetzt hier mit Kotel... Oh nein. Mehrere Pampulis wären aber nicht ganz so cool, muss ich sagen. Dankeschön, dass hier keins gekommen ist. So, Kotel, kannst du jetzt bitte weglaufen? Danke, vielleicht? Nein, natürlich nicht. Geduld. Okay, jetzt können wir dich eh nicht angreifen. Wahrscheinlich hätten wir dich schon längst fertig machen können. Ich bin entkommen. Nice. Sehr gut. Dann lass mal jetzt einen Schutz reinknallen. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass jetzt hier bei den nächsten drei Schritten nochmal ein Pokémon kommt. Wir hätten auch über den Trampelpfad eigentlich gehen können, ne? Aber ja. Na gut, na gut, na gut. So, Schutz ist activiert. Ich denke, wir haben alle Trainer hier besiegt, bis auf den Dude. Und Drachenroute wollen wir uns natürlich noch einverleiben. Also von daher, auf geht's. Du hast es vollbracht. Du hast tatsächlich alle Trainer auf dieser Route bezwungen. Na gut, dann wird dir der König von Route 12 für einen Kampf zur Verfügung stehen. Der König von Route 12 kämpft immer mit voller Kraft und das werde ich dir jetzt beweisen. Okay, auf geht's. Wir müssen wieder darauf achten. Du bist also bereit, ja? Bestaune die überwältigende Kraft, mit der ich über Route 12 herrsche. Ja, die Trainer sind ja immer noch mal ganz besonders heftig. Aber wir schauen mal. Er hat auf jeden Fall einen Z-Ring dabei. Das heißt, da kann eine Z-Kraft rauskommen. Je nachdem, was er für ein Pokémon einsetzt. Ignivor. Okay, das ist nicht das schlechteste Pokémon, das uns gegenüberstehen kann, weil das ist die Vorentwicklung von Ramot. Gar nicht mal so ein Pokémon, was man so häufig sieht. Wir boosten natürlich auch seine Feuerattacken, aber die machen gegen uns gar nichts, während unsere Feuerattacken immerhin neutral treffen. Und ich denke, das ist ganz okay. So, ich werde auf einen Flammensturm gehen, wobei physisch wäre vielleicht sogar besser, keine Ahnung. Käferbiss kommt, wow, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist und wir nur fast 120er Verteidigung haben, ist der Damage nicht schlecht. Unser Damage aber auch nicht mit Kotel. Und ja, ich gehe jetzt nochmal auf den Flammenrad, denke ich, um zu finishen. Nitro-Ladung kommt. Ja, wird durch die Sonne geboostet, wird auch nicht so wenig Schaden machen. Das heißt, Nice Banana ist schon ein bisschen angeschlagen. Aber okay, Flammenrad hat so eine geile Animation, Alter. Schade, dass die Attacke nicht viel stärker ist. Okay, wer kommt jetzt rein? Pinsir. Okay. Boah, Pinsir fegen wir davon mit unserem Flammensturm. Kann das irgendwas gegen uns? Ist auch 35, kann also eine Guillotine auspacken. Ich glaube, Erdbeben oder eine Gesteinsattacke wird das noch nicht können. Nur Käfer, normal, sowas in die Richtung Kampf vielleicht. Und das packen wir. Wir sind eine fucking nice Banana. Durchbruch kommt, sollten wir auf jeden Fall aushalten, oder? Ja, 24 KP. Das ist gar nichts. Guck dir mal meinen Flammensturm an, Alter. Das ist Schaden. Sehr guter erster Einsatz von Kotel. Nice Banana hat hier gut Erfahrungen sammeln können. Aber ich bin doch der König von Route 12. Ich dachte eigentlich, mir könnte keiner das Wasser reichen. Alter, du bist auf Route 12. Es gibt doch mindestens Route 20. Holy. Jetzt werden wir hier nicht arrogant werden. Werd man nicht arrogant werden? Okay. Ah, das war ein Schuss in den Ofen. Du sollst meinen Titel und dieses Geschenk bekommen. Dankeschön. TM82 Drachenroute passt zwar überhaupt nicht zu dir. Vollkommen random, aber okay. Man darf sich nicht mit solch einem kleinen Königreich zufrieden geben. Ich muss in die Welt hinausgehen und nach höherem streben. Ja, dann stehen wir hier nicht auf der Stelle rum, sondern streb nach höherem, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, Leute, dann heißt es erstmal wieder Nice Banana heilen. Und wir können ja theoretisch auch einen normalen kleinen süßen Trank dem kleinen süßen Mantidea geben. Denn die drei vorderen Pokémon, die sollen jetzt erstmal das alleine regeln nach Möglichkeit. Wenn es natürlich nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders, aber ja. Also, Nice Banana hat sich hier an einem schwierigen Kampf sehr gut bewiesen. Und Dürre hat ordentlich Druck gemacht, würde ich mal meinen. In Ordnung. So, dann können wir eigentlich jetzt hier lang gehen, oder? Es gab auch noch andere Wege, aber Rotom sagt mir sowieso gerade irgendeinen Scheiß wieder. Von daher kann ich nicht auf die Karte gucken. Ah, genau. Das war hier mit dem Forscher, wo wir, ich weiß gar nicht, was für ein Pokémon wir hier bekommen haben. Ehrlich gesagt, Kotel, oder? Kotel müsste von hier sein. Ja. Lass mal gegen den hier kämpfen erstmal. Viele nennen mich einen Angestellten, aber ich ziehe den Titel Geschäftsmann vor. Na gut, dann nenne ich dich halt Geschäftsmann. Dann wirst du ja bestimmt ein bisschen Money dabei haben, oder? Was ich mir einverleiben könnte. Wäre doch ganz nett. Taylor. Okay, zwei Pokémon hat er dabei und zwar Fritzelblitz. Ja, ich denke, da sind wir mit unserem Pflanzen-Pokémon definitiv nicht schlecht aufgestellt. Und mir fällt gerade auf, den Herrscher-Pokémon müssen wir natürlich noch Namen geben. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Und wir wollten noch ans Cup gehen, ne? Ah, noch so viele Sachen zu erledigen. Ruckzuckhieb kommt. Ja, macht ein bisschen Schaden, geht schon. Laubklinge ist sehr wahrscheinlich ein Crit, oder? Yep, 50% Crit-Chance ist schon sehr, sehr nice.
Und Level 36 für Mantide. Ja, perfekto, perfekto. Da schließen die auch so langsam ein bisschen auf. Und Electic kommt. Ja, Electic hat uns in der Prüfung schon nicht so viel gemacht. Ich glaube, das wird uns auch hier nicht so viel machen. Einfach auf die Laubklinge gehen. Kommt ein Fußkick. Ja, ist okay. Aber Laubklinge wird ein bisschen mehr Schaden machen. Bye, bye, Electric. Mantidea kann reinhauen, auch wenn es jetzt paralysiert ist. Genau wie bei der Prüfung, glaube ich, damals, ne? Da war unser anderes Mantidea, glaube ich, noch am Leben. Können Pokémon eigentlich auch sowas wie Geschäftssinn haben? Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Money du mir gegeben hast. Mensch, das wäre auch nochmal interessant gewesen. Okay, gibt es hier noch mehr Trainer? Der sieht noch ein bisschen nach einem Trainer aus. Hier sind einige Akub. Bist du ein Trainer? Ne, scheinbar nicht. Vielleicht liegt es am Einfluss des Kraftwerks, aber mittlerweile zieht es Elektro-Pokémon her, die man hier vorher nicht antreffen konnte. Also zum Beispiel Magnetilo und Akub. Okay. Ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis in Richtung Dingens, in Richtung der vorherigen Edition, dass man hier Pokémon fangen kann, die man vorher nicht fangen konnte. Übrigens, die Dürre ist auch ganz gut, um Mollys Doppelschwäche, nämlich Wasser, auszugleichen. Auch das ist definitiv nicht verkehrt, würde ich meinen. So, Schutz müsste noch aktiv sein, ne? Von daher können wir uns hier mal durchgraben. Einen Sonnenstein gefunden, okay. Braucht man jetzt für nicht allzu viele Pokémon. Nee, Magnetilo, mit dir möchte ich eigentlich nicht spielen. Schutz-Item wirkt nicht mehr. So, Timerball. Ob man jetzt mittlerweile hier hin kann? Wäre ganz cool. Hier kann man ein Foto machen, aber ich habe, glaube ich, kein Interesse mehr an den Fotos machen. Der Felsen sieht so robust aus. Okay, dann lass uns den nochmal zertrümmern. Ist hier irgendwas unter? Ah, ein Herrschersticker. Das ist interessant. Vielleicht sollte man diese Felsen häufiger zertrümmern. Erdwärmekraftwerk. Okay, ich glaube, hier drin passiert nicht so viel, oder? Ich weiß halt echt nicht, wofür das da ist. Willkommen im Erdwärmekraftwerk. Dieser Ort wird auch dich elektrisieren. Wir sind hier auf Klassenfahrt. Wir hatten den ganzen Krokoballbus nur für uns. Der ist bis hierher gefahren. Not bad. Willkommen im Erdwärmekraftwerk. Nimm dir etwas Zeit, um die Infotafeln zu lesen, aber bitte nicht zu bekritzeln. Ich bin einer der Forscher, die hier im Erdwärmekraftwerk arbeiten. Hä? Mensch, Magnetilo, wie oft denn noch? Wenn du den ganzen Strom auf einmal auffrisst, gibt es einen Stromausfall. Hast du dich etwa erschreckt? Weißt du, dieses Magnetilo, also, das ist in Wahrheit mein Pokémon. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Hier hast du als Wiedergutmachung eine ganz raffinierte TM. Okay. TM-Item-Sperre. Auch wieder random, ne? Ein bisschen, aber ich mag das immer, wenn die ein bisschen mehr eingebunden sind dann. Weil Magnetilo Strom zum Fressen gern hat, hat man mir daheim den Strom abgedreht. Daher nehme ich es manchmal mit zur Arbeit. Und der frisch erzeugte Strom hier im Kraftwerk schmeckt wohl ganz besonders elektrisierend. Ja, das glaube ich. Das ist gute Qualität. Viele wissenschaftliche Entdeckungen haben wir bestimmt allein dem Pokémon zu verdanken. Ah, hat die ganz... Alter, wie Eich schon wieder hier ist. Hat die ganzen Vulkane auf Ula Ula vielleicht ein gigantisches Pokémon erschaffen? Wenn dem so wäre, sollten wir uns wohl bei ihm bedanken, dass wir hier leben dürfen. Alter, das ist schon nicht mehr witzig mit dir. Es ist langsam echt creepy. Hallo und guten Tag, Alola. In Alola findet man manchmal haarfeine Stränge von zu Glas gewordenem Felsgestein, Zeugen der vulkanischen Aktivität in der Region. Die Haare von Dicta aber sind in Wirklichkeit Barthaare aus Metall, die es als Tastsensoren oder für die Kommunikation einsetzt. Hier, das ist für dich. Dankeschön für den Köderball. Merci. Versuche deinen Pokédex zu vervollständigen, das wird auch Rotom sehr freuen. Alles klar, Professor Heinrich Eich. Ja, mir als Lehrer hat diese Ausstellung eins gezeigt, dass Pokémon und Vulkane genial sind. Okay, das freut mich. Einen weiteren Herrschersticker. Wäre es nicht total cool, wenn hier plötzlich ein riesiges, fieses Pokémon aus dem Boden käme? Wäre mega geil, Alter, wenn Groudon hier plötzlich vor uns stehen würde. Wären wir alle glücklich und die Nuzlocke wäre vorbei. Pokémon mit der Fähigkeit Magma-Panzer können nicht eingefroren werden. Ein Dokumentarfilm über die Energiegewinnung aus Erdwärme ist auf dem Bildschirm zu sehen. Ein Pokémon-Trainer aus einer weit entfernten Region, der dort als sogenannter Arenaleiter arbeitet, stellt darin gerade zusammen mit seinem Partner Pokémon Nachforschungen zur Erdwärme an. Genau, da war ja man sieht ja sogar ein bisschen was, ne? Da war ja sogar die Überlegung da, dass das sehr wahrscheinlich Dings sein wird. Der Dude mit Stahlobor aus der 5. Gen. Da liegen Broschüren des Erdwärmekraftwerks, ein Artikel dreht sich nur um Dicktri. In der Kanto-Region handeln die drei stets vereint. Gemeinsam graben sie sich bis zu 100 Kilometer tief ins Erdreich. Okay. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Leuten, die Lust darauf hätten, mit uns die eine oder andere Grube auszuheben. Ja, gerne, Alter. Ich gebe mega gerne Gruben aus. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann.
Generator, eine Dampfturbine. Na, interessiert mich nicht so sehr. Technik, Kühlturm, Technik, muss ich sagen, ist nicht so. Das wunderbare Erdwärme. Ich glaube, das haben wir uns halt schon im ersten Let's Play durchgelesen. Deswegen würde ich ausnahmsweise mal sagen, dass wir uns das heute hier nicht durchlesen. Es ist doch schon eine ganze Menge hier drin. Und ich finde es interessant, dass es sowas gibt, was aber überhaupt keine Story-Bedeutung hat. Das Modell einer Dampfturbine. Und das hier ist ein Miniaturmodell des Erdwärmekraftwerks. Okay. Okay, Alter. Dann würde ich sagen, verlassen wir hier den Laden mal und widmen uns jetzt noch zwei kleinen Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und zwar zum einen machen wir jetzt erstmal den spannenderen Teil und fliegen hier nach Malia City und werden dort ans Cup gehen und diesen einen Trainer besiegen, wo uns aufgetragen wurde, ey, besieg mal diesen Trainer bitte für mich, weil, keine Ahnung, ist halt einfach so, stand halt in der Flaschenpost. Das müssen wir machen, aber warte mal, es war Cup von Malia? Cup von Malia City. Hat Malia City einen Cup? Würde mich jetzt wundern, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass diese eine Stadt einen Cup hat. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch dran gedacht, aber Malia? Okay, hier sehen wir nur diese kleine Karte. Aber kann ich nicht auch irgendwie die große Karte sehen? Also die Stadtkarte einfach? Ach, Rotom, geh doch mal, oh Mann, Alter. Es nervt so, dass man nie Überblick über die Karte hat. Wo könnte denn hier ein Cup sein? Oder habe ich mich schon wieder verlesen? Und das war gar nicht ein Cup. Ach, doch, ne? Stimmt, da hinten mit dem Slimer, glaube ich, oder? Doch, da konnte man so ins Meer blicken und so. Das wird sein. Das ist hier Cup am Stadtrand. Genau, das könnte es gewesen sein, was ich meinte. So, und hier könnte irgendwo ein Trainer sein, den man besiegen soll. Vielleicht dich? Du siehst so ein bisschen danach aus. Wer bist du? Was willst du von mir? Ei, jetzt macht es Sinn. Du erzählst dem Trainer von dem Brief, den du am Strand von Ula Ula gefunden hast. Oh, oh, unmöglich! Eine schriftliche Herausforderung von Brian, meinem großen Idol? Brian? Ich möchte dich nur ungern in meine privaten Angelegenheiten verwickeln, aber da du nun mal der Überbringer der Nachricht bist, musst du gegen mich kämpfen. Bist du bereit? Naja, klar. Easy. Auf geht's. Ha, wir sind beide auf einer Wellenlänge. Sehr schön. Also dann, fackeln wir nicht lange. Los geht's. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wen ich vorne habe. Ich glaube Pupita, was sehr schlecht oder sehr gut sein kann. Das wird sich gleich herausstellen. Schauen wir mal. Kasim bringt Botogil rein. Wäre auf jeden Fall okay. Botogil kann zwar sehr effektiv angreifen, aber wir haben eine doppelt sehr effektive Attacke und one-shotten das Ding. So, von daher wird Zeit, auch für Molly mal seinen ersten Kampf zu bestreiten. Borschnabel ging daneben und Steinhagel ging auch daneben. What the fuck? Das ist, steht so schnell da, ne, wenn man A spammt. Geschenk geht daneben. Steinhagel trifft. Gut. Drei Misses in Folge. Not bad. Ja, der Steinhagel reicht, ist kein Wunder. Pupitas Angriff ist nicht so schlecht. Und, ja, doppelt sehr effektiv halt, ne. Pampuli als nächstes. Ja, gegen Pampuli sehen wir schon ein bisschen schlechter aus, weil wir physisch angreifen, nichts Effektives. Na, wir hätten die Finster-Aura sogar. Aber ich glaube, ich möchte keine sehr effektiven Angriffe hier in Kauf nehmen. Dafür ist Mantidea im Team, um eben Bodenattacken abwehren zu können. Von daher, hallo, mein Name ist Mantidea. Und, oh, Doppelkick kommt sogar nur. Ja, das macht uns aber auch nicht so viel. Hätte er sich jetzt zu Pferdestärke... Ich glaube, Pferdestärke wäre sogar stärker gewesen, obwohl nicht sehr effektiv. Naja, gehen wir auf die Laubklinge. Selbst selbst wenn du deine Verteidigung dank Zähigkeit erhöhen kannst, Laubklinge crittet sehr gerne mal, wie wir hier das ein oder andere Mal gesehen haben. Wobei es hier nicht mal ein Crit war. Das einfach gereicht hat. Okay. Ah, du hast es echt drauf. Ich weiß, ich bin der Overpro, Alter. Des Jahrtausends. Des Jahrtausends, sag ich dir. Brian hat sich um mich gekümmert, als ich noch in Kanto war. Wer ist Brian? Er ist ein Trainer in einer super berühmten Arena. Mein absolutes Idol. In letzter Zeit habe ich mich jedoch etwas gehen lassen und ihm immer seltener geschrieben. Deshalb hat er auf diese Weise versucht, mich zu erreichen. Verrückt, wenn man bedenkt, was für ein Glück es war, dass du die Flaschenpost überhaupt gefunden hast. Auf der einen Seite tut es mir leid, dass ich dich in diese Sache hineinziehen musste. Auf der anderen Seite aber bin ich froh, dass wir beide gegeneinander gekämpft haben. Hier eine kleine Entschädigung muss sein. Eine Triebperle. Okay, die bringt zumindest ein bisschen Money ein. Vielleicht wäre die Inselwanderschaft jetzt genau das Richtige für mich, hä? Das könnte mich als Trainer weiter voranbringen. Schließlich will ich irgendwann wieder nach Kanto und Brian, Brian zeigen, was ich aus mir gemacht habe. Wer ist denn Brian? Ist in irgendeiner berühmten Arena? Brian?
In Kanto? Vielleicht in der Kampfarena oder so? Keine Ahnung, Alter. Weiß ich halt echt überhaupt nicht. Aber okay, dann haben wir den Bereich jetzt fertig. Dann möchte ich nochmal auf Insel Nummer 2 zurück. Hallo, gehst du mal auf Insel Nummer 2. Und wir werden jetzt noch zwei Pokémon einen Spitznamen geben. Das heißt, wen das nicht mehr interessiert, der kann hier gerne schon abschalten. Wer noch sehen möchte, welche zwei Pokémon welche zwei Namen bekommen, der kann natürlich sehr gerne dranbleiben noch. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder weiter Action, indem wir weitere Routen und so weiter erkunden werden und uns, glaube ich, sehr, sehr nah in die Prüfungsnähe begeben. Okay, so Mantidea zum einen hat keinen Spitznamen, alle anderen müssten ja einen haben, ne? Guck mal, hier haben wir unser Knogger mit dem Kampfknochen, ist auch ganz nice dabei, auch eine 100er Verteidigung mittlerweile, also nicht übel, würde ich mal meinen. Und alle anderen dürften ja ihren Namen haben. Pet hat übrigens auch noch interessante Attacken gelernt, Psychokinese habe ich ihm beigebracht, bringt zwar nicht so viel, aber war besser als Psywelle und den Nassschweif hat es von alleine gelernt. Und ansonsten, hier hat Georock noch Felswurf gelernt. Fand ich, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, Funky hat Rückenwind gelernt, wofür ich Flügelschlag vergessen lassen habe. Weil Rückenwind ist, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, manchmal eine sehr, sehr nützliche Attacke. Von daher, ja. Gerade gegen Herrscher-Pokémon ist es ja doch immer mal ganz nützlich, wenn man ein bisschen schneller ist. Zoe, dann auf zum Attacken, Bewerter. Und dann nennen wir den Namen um. Übrigens musste ich tatsächlich nichts resetten von den Pokémon, die ich bekommen habe. Ich habe Knogger sofort beim ersten Versuch in Hard bekommen. Und das Mantidea habe ich mit einem Wesen bekommen, wo ich sagen würde, ja, ist okay. Senkt Initiative, stärkt Spezialverteidigung. Finde ich absolut in Ordnung. Und ich glaube, Mantidea werde ich eh nicht competitive nutzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Während das Herrscherknogger auf jeden Fall. Das würde ich sehr, sehr gerne benutzen dann. Und mit einem harten Wesen ist das gut dabei. So, ja, das erste Pokémon ist Knogger, dem wir einen Spitznamen geben müssen. Und das nächste, der nächste Kandidat ist Arthur. Und ich glaube, das passt auch sehr gut. Weil wenn es der Arthur ist, der auch beim Arena Battle mitmacht, dann hat er ja ein Mono-Feuer-Team. Und ich denke, da wird es ihm auf jeden Fall gefallen, nach einem Feuer-Pokémon benannt worden zu sein. Und jetzt ändern wir auch noch den Namen von unserem kleinen Mantidea. Und Mantidea, ist es männlich oder ist es weiblich? Mal ganz kurz abwarten, bis uns das gezeigt wird. Ja, ich möchte den Namen ganz gerne ändern. Weiblich ist es. Weiblich, wie gesagt, habe ich keinen wirklichen Namen mehr. Aber wir nehmen dann einen von den Neutralen und nennen es nach einer sehr, sehr coolen Volleyballmannschaft aus einem sehr, sehr nicen Anime. Nämlich Karasuno. So, Karasuno ist jetzt auch mit dabei. Sehr schöner Namensvorschlag, wie ich finde. Weil ich den Anime Haikyuu halt kenne und mit Karasuno schon einiges verbinde. Aber ich mag den Klang des Namens auch sehr gerne. Na gut, Leute, das soll's gewesen sein. Boah, Stimme voll abgekackt gerade. Für heute vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann, wie gesagt, geht's weiter damit, die dritte Insel zu erkunden. Und auf zur fünften Prüfung mittlerweile schon. Es geht voran. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.